nichts machen, ist ja eigentlich entspannt. Da quasi ja gestern deine erste Fahrstunde ziemlich gut geklappt hat, ja. Gucken wir, dass ich dir jetzt schon zeige, also zwischendurch, was der Prüfer irgendwie auch sehen will, wo der lang fährt, was der so macht und dass du den Unterschied zwischen erster Gang und zweiter Gang rechts vor links erstmal ansatzweise verstehst. Wenn du das nämlich auf dem Schirm hast, haben wir ein einfaches Spiel. Ja, cool. Hast du Fragen? Nee. Ich auch nicht. Dann lass uns rechts rum los. Immer Spiegelblinker, auch wenn man sich denkt, so, oh, ich bin hier auf dem Parkplatz, warum soll ich hier blinken? Die Antwort ist relativ easy, weil wir Fahrschule sind. Kupplung drücken und langsam anbremsen. Lange, damit du erstmal überhaupt eine Chance hast. Genau, schmeiß nochmal einen Blinker rechts an. Und dann bleib quasi mit den Augen da und fahr rechts rum. Bis du so hier bist, wo wir jetzt sind. Und dann kannst du locker rum. Kupplung. There you go. Schauen wir erst vor den oder? Diese Frage kannst du grundsätzlich immer mit Nein beantworten. Ruhig Kupplung, zweiter Gang. Mach mal. Cool. Blinker und dann entspannt hier raus. Wenn du dich selber fragen solltest, schaffe ich das? Beantworte das deine ganze Fahrschulkarriere lang immer mit Nein. Der Prüfer will nie sehen, dass du irgendwas so gerade eben noch schaffst. Das ist ihm komplett scheißegal. Der will sehen, dass du safe bist und wenn er dir den Führerschein gibt, dass du überlebst. Wir fahren links weiter. Schmeiß mal einen Blinker an. Genau. Keine Kupplung oder so. Guck weit links und weit rechts. Und wenn keiner kommt, dann eiern wir hier im zweiten Gang durch. Wenn einer kommt, Kupplung drücken und erster Gang. Cool. Sieht ganz schön schnell aus hier. Taste dich einfach mit der Kupplung so ein bisschen nach vorne, wie gerade auf dem Parkplatz. Genau. Gut, dass du direkt in der Kurve schon geschaltet hast, ist sehr gut. Ist gut gewesen, oder? Das ist sehr gut, ja. Und direkt dritter Gang. So, da hinten dürfen wir ja gleich geradeaus nicht weiter, ne? Ja. In der Prüfung musst du dann immer fragen, rechts oder links weiter. Wir fahren jetzt links. Zum Spiegel gucken, genau. Kupplung ganz durch. Und dann nur auf die Linie bremsen. Das ist quasi deine Mission hier. Einfach. Genau. Und jetzt langsam nach vorne tasten wieder. Drück mal wieder runter. Genau. Versuch das Tasten ein bisschen sensibler zu machen. Hm? Genau. Weil erstens trinkt der Prüfer da hinten gerne Cappuccino. Und zweitens kannst du dir vorstellen, wenn der 10 Fahrschüler am Tag hat. Und ich will nicht sagen, der entspannteste gewinnt, aber wenn du so bam, 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 die ganze Zeit so unterwegs bist, dann denkt er sich auch, warum? Ja. Wenn du es halt langsamer machst, sieht es so aus, als hättest du das alles im Griff. Mhm. Und das wäre gut. Du kannst jetzt auf dieser längeren Straße, wo es hier gerade ausgeht, erinnerst du dich an diesen Set-Knopf von gestern? Und mal links hast du so zwei Knöpfe, Res und Set, auf deinem Lenkrad. Da. Drück. Alles gut, langsam weiterfahren. Weiterfahren oder? Ja, weiterfahren. Klar. Super. Einfach beobachten. Der steht da ja, soll er erstmal stehen. Du kannst jetzt mal diesen Set-Knopf drücken. Jo. Mhm. Und jetzt kannst du alle Füße loslassen. Aha. Weil jetzt hast du den Tempomat eingeschaltet. Mhm. Den hast du quasi bei 30 jetzt aktiviert. Hier ist 30. Es ist relativ lange geradeaus. Also auch überschaubar. Und da ist das immer cool, wenn du dann den Tempomat benutzt. Weil du auch Fahrassistenzsysteme während der Fahrt benutzen sollst. Und der Prüfer sich dann auch darüber freut, dass du sie benutzt. Und der fragt dann auch, ne, und sagt dann so zwischendurch, können Sie mal den Tempomat einschalten, weil der guckt dir ja nicht immer auf den Finger. Und wenn du den dann einschaltest, also klick drauf und dann sag auch immer, ich habe den Tempomat eingeschaltet, dann kann er an seiner Strichliste dann Haken dran machen. Mal hinter dir passt? Ja. Nice. Guck mal, diese Fußgängerüberquerungshilfe, da wo er gerade auch rüber geht, ne? Das ist kein Fußgängerüberweg. Das heißt, du kannst aufpassen dafür, so, ja. Rechts und links gucken und den Fuß hast du auch über der Bremse, das ist cool. Aber wenn hier keiner kommt, dann ciao, dann fahren wir einfach weiter. So, und jetzt siehst du, da vorne aber schon ist ein bisschen mehr los. Gut, wir fahren dann links weiter. Mhm. Korrekt, Kupplung kannst du eigentlich durchdrücken. Und dann langsam bis an die Haltlinie. Wenn du jetzt gleich grün bekommst, ne? Mhm. Dann noch irgendwer grün? Nee. Ist. Genau. Das heißt, du solltest mit einem relativ entspannten Herz gleich hier links abbiegen.
Also nicht, dass du so nicht noch 100 Mal umguckst oder so, ja, sondern einfach, wenn du einen grünen Pfeil hast, dann gute Reise. Dann können wir einfach durch und ciao. Wenn wir dann irgendwann einen grünen Pfeil bekommen. Großes Auto. So, grüner Pfeil. Ich glaube, der kommt hier nicht durch. Du kannst also so ein bisschen rechts rüber. Oh, ein bisschen mehr. Genau. Ja, dann schön locker. Gar nicht so schnell. Und in den bleiben. Ja, ja, bleib mal im ersten Gang. Ich will dir ja was zeigen. Diese Straße hier, ne? Brauchen wir jetzt kein Gas mehr, gar nichts mehr. Einfach rollen. Das hier ist rechts vor links. Erkennst du auch an diesen Strichen auf dem Boden. Weil hier dieses Haus im Weg ist, siehst du nichts. Deswegen ist das ein rechts vor links, was man im ersten Gang macht. Bis ungefähr hierhin. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Also fast zur Mitte der Straße. Im ersten Bein oder? Nein, nein, Gas geben, dann zweiter Gang. Genau. So, und dann kommt das nächste rechts vor links da vorne. Siehst du schon ein bisschen an den Strichen auch auf der Straße und am Straßenschild. Aber man kann wieder nichts erkennen, deswegen Kupplung, Bremse. Genau. Langsam lösen. Langsam lösen. Und jetzt vorbei rollen quasi mit dem Fuß, Bremse und Kupplung. Gucken, kommt keiner. Wieder Gas. Bisschen mehr Gas. Genau, direkt zweite Gang. So, und da vorne ist das jetzt so, dass du auf einmal was sehen kannst. Das heißt, Fuß jetzt über die Bremse und über die Kupplung legen, wie so eine Katze. Ja. Aber nichts machen, sondern nur gucken. Und so rollst du jetzt weiter. Mhm. Gesehen? Ja. Diesen Unterschied musst du für deine ganze Fahrschulkarriere jetzt speichern. Sehe ich was oder sehe ich nichts? Sehe ich nichts, ist immer erster Gang. Okay. Als Beispiel, wir fahren jetzt hier links. Checkst den Spiegel. Genau. Ein bisschen rechts bleiben. Wer hat hier Vorfahrt? Rechts wieder. Cool. Siehst du was? Nee. Dann der erste Gang, Kupplung. So. Langsam lösen. Dann ruhig ein bisschen weiter rechts rüberfahren, also nicht so krass schneiden. Fahr gar nicht so schnell, weil sonst hast du gleich zu viel Stress. Wir fahren wieder links weiter. Genau. Eine Riesenkurve machen quasi. Als wäre da Gegenverkehr. Genau. Das ist gut. Richtig schöne Zechensiedlung hier. So. Auch im ersten bleiben jetzt oder im zweiten? Normalerweise hätte ich gesagt, zweite Gang hoch, wäre ja cool. Mhm. Aber jetzt so, ja. Schon. Und hier sind noch nicht mal Striche auf der Straße, ne? Also wirklich schön bremsbereit sein, sodass wenn einer ankommt, dass du nur auf die Bremse ticken brauchst. Wenn du hier an dem Auto vorbeifährst, Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Also nach da links. Ach so. Weil da könnte dich ja jemand überholen. Wenn die Autos ganz auf der Straße stehen, dann blink. So, okay. Hier wieder Füße über die Bremse und Kupplung. Ist zwar eine Einbahnstraße. Ich bin da auch früher auch immer vorbeigeballert, bis ich gecheckt habe, ach, da können ja auch Fahrräder rauskommen. Und für die gilt auch rechts vor links. Ja. Okay, jetzt zweiter Gang. Hier ist jetzt wieder rechts vor links. Aber wie Sie sehen, sehen Sie was. Hm. Ne? Fuß muss aber auf der Bremse sein und auf der Kupplung. So vorbeirollen, kommt keiner, gibst du wieder Gas. Immer auf der Bremse lassen. Ist der auf der Bremse, bist du bremsbereit. Ist er auf dem Gas, bist du gasbereit. Und gasbereit bei rechts vor links ist keine gute Idee. Wir fahren links weiter. Cool. Machen wir Kupplung ganz durch. Ganz rechts rum. Siehst du was? Dann kennst du die Antwort. Cool. Ja, nicht so krass beeilen. Guck mal, der steht jetzt auf der Straße. Dafür Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker links. Weil der auf der Straße steht. Zurück blinkt nicht, weil sonst denken die Leute häufig, keine Ahnung, du willst hier rechts parken oder so. Und dann hat man damit mehr Missverständnisse, als dass es was bringt. Ja. Okay, ein bisschen Gas und dann ruhig zweiter Gang. Weil jetzt ist ja wieder überschaubar. So, dann fahren wir mal rechts weiter. Genau. Kupplung schon mal durchdrücken, anbremsen und dann gerne erster Gang. Aber nicht stehen bleiben, sondern langsam weiter und locker rum. Cool. Ja, genau, einfach Kupplung durch und dann locker bis zur Linie. Safe. Ja. Rechts, links, raus. Wenn in der Prüfung keiner was sagt, dann fahren wir immer geradeaus. Ja, das ist eine gute Idee. Da, schön locker. Und dann einfach geradeaus weiter. Ein bisschen Gas, nicht rechts, links gucken, ne? Einfach geradeaus. Zweiter Gang. Cool. Da siehst du ja schon, wir fahren in eine 30-Zone rein, ne? Ich habe das Gefühl, die ganze Stadt ist eine 30-Zone hier. Ja, ist sie auch, glaube ich. Keine Kupplung,
Genau, aber Fuß drüber legen ist gut. Fuß auch über die Bremse legen, auch gut. Und jetzt beobachten. Wenn keiner kommt, tschüss. Korrekt. Den hinter dir aus dem Griff? Ja. Auch gut. Schön links rüber. Ja. So, wer hier Vorfahrt hat, siehst du. Ja. Cool. Ja. Das mit dem Fahrrad in der 30-Zone, den zu überholen, halte ich für grenzwertig. Ich würde behaupten, es gibt Menschen, die schaffen das. Ja, nur wir auf jeden Fall in der Prüfung nicht. So, nächste rechts vor links, wieder entscheiden. Ja. Obwohl er das Fahrrad hat auch für uns entschieden, geht auch. Ein bisschen links rüber. Cool. Dann ruhig erster Gang, andere Kupplung, weil du bist unter 10. Und dann gucken, keiner da, gute Reise. Ist nett, dass er nach oben fährt. Vielleicht wohnt er ja hier. Mal gucken. Links bleiben, noch nicht drücken. Das sieht so aus, als würde man nichts sehen und dann plötzlich sieht man was. Witzig ist, der Typ fährt gerade rückwärts. Ne? Hm. Wenn Autos rückwärts fahren, gilt trotzdem rechts vor links. Okay. Das heißt, ob da ein Auto vorwärts oder rückwärts rauskommt, ist quasi egal. Ja. Rechts vor links gilt trotzdem. Das ist nicht auf die Fahrtrichtung beschränkt oder so. Okay. Also würde jetzt jemand hier rückwärts rausfahren, gilt trotzdem rechts vor links. Ist egal, ob der vorwärts oder rückwärts fährt. Langsamer. Bremse ein bisschen. Genau. Cool. Ich bin mir sicher, das wissen weniger. Ich würde nicht fahren. Ach so, ja. Aufgrund der Breite. Einfach stoppen. Und auch genug Abstand zu dem lassen. So hast du es total angenehm in der Prüfung. Mhm. Es gibt Fahrschüler, die beißen die Zähne zusammen und quetschen sich da rein. Gewinnst aber keinen Blumentopf mit. Kann ich dir jetzt schon sagen. Spiegel gucken. Schulterblick so ein bisschen links, dass da kein Fahrrad ist. Und dann langsam. Dich reintasten. Ich bin fasziniert davon, dass du hier alleine losfährst. Ich sitze hier mit dem Schneidersitz. Bisschen links rüber. Das ist echt gut. Nur rechts. Genau. Und dann wieder Gas. Links brauchst du nicht. Gut. Nicht ausweichen. Links bleiben, ganz normal in deiner Spur. Wenn es nicht passt, kannst du stehen bleiben. Aber ausweichen geht hier nicht, weil die haben schon alle die Spiegel hochgeklappt. Ein bisschen rüber. Genau. Ausweichen ist da die schlechteste Option. Korrekt. So, dann fahren wir jetzt gleich, das ist ein bisschen komisch, die dritte aus dem Kreis raus. Wäre das ein normaler Kreis, wäre ja alles cool. Aber das ist hier so ein Kupplung drücken, leicht anbremsen, erster Gang. Und dann musst du hier so durchschleifen, quasi Kupplung lösen und jetzt eigentlich gar kein Gas mehr geben. Sondern nur so rumkriechen hier. Und dann hier die nächste hier wieder raus. Genau. Korrekt. Da, endlich mal Sonne hier. Ja. Gut. Ein Traum. Wenn das so ist wie jetzt, ist das okay, dass du auf dem Radweg fährst. Wenn du ein Stück Luft hast, Spiegel gucken und wieder runterfahren. Ja. So wie jetzt. Ist gut. Und dann siehst du auch in meinem Außenspiegel, ob das passt oder nicht. Mhm. Genau, wenn du hier drauf fährst, einfach wieder Außenspiegel gucken, dass hier kein Fahrrad dazu kommt. Ja, zweiter Gang passt eigentlich für den Kreisverkehr. Keine Kupplung, keine Kupplung. Kupplung loslassen. Passt eigentlich für den Kreisverkehr. Roll weiter und beobachte. Mach erstmal nichts. No, nix machen, nichts machen. Warum bremst du? Nur beobachten. So. Das ist gut. Fahren geradeaus, wieder raus. Hier gerne raus. Blinken. Ja klar, Schulterblick. Yeah. Genau. Also nichts machen ist ja eigentlich entspannt. Fuß leg auch weg von der Kupplung, sonst hast du da gleich einen Krampf drin. Ja, ich merke schon so ein bisschen. Ja, aber wenn der die ganze Zeit so wie so eine Adlerkralle da drüber lauert, dann irgendwann wird es spannend. So. Wir fahren ganz normal geradeaus weiter. Ja. Du kannst jetzt für rechts vor links einfach Fuß über die Kupplung legen, nur drüber legen, so weiter rollen. Alles gut, wir rollen vorbei. Geradeaus gucken wieder. Dann kannst du wieder Gas geben. Hm. Das war locker, der war weit genug weg, war kein Problem. Okay. Der hinter dir ist aber schon stehen geblieben, hast du gesehen? Nee, da muss ich gerade eben. Gut. So. Schilder hier ist ja alles klar, ne? Genau, Kupplung durch. Bis zur Haltlinie, ruhig weiter und dann in Ruhe erstmal stoppen. Stoppen. Erster Gang.
Und dann kannst du langsam weiter. Schön rechts, links ab, abchecken hier. Guck ein bisschen links rüber. Genau, 30 einfach kontrollieren, weil wenn die Straße ein bisschen größer ist, freier ist und da nichts steht, kommt man auch ganz gerne mal über 30. Mhm. Da musst du halt immer wieder zwischendurch kontrollieren, dann passt das. Oder du drückst gerne auch wieder den Tempomat, drückst einfach auf Set. Ja. Und dann bist du auch fertig damit. Oh, hier steht der Fahrkartenkontrolleur hier, ne? Ja, Fahrkarten, hallo, ja. Hier spricht der Bierkapitän. Machst du am ersten Mal etwas? Oder bist du keine Ahnung, wie du da jetzt Zusammenhang gezogen hast. Weiß nicht, aber kann man ganz im Kopf rein. Ja, es kann passieren, ich weiß es noch gar nicht. Kupplung schon mitdrücken. Jo. Wir fahren gleich links weiter. Mhm. Genau. So. Dann schmeiß ruhig den ersten Gang rein. Und langsam weiterschleifen. Wieder runterdrücken. Gut. Und einfach rein tasten jetzt gleich hier so ein bisschen. Also wenn wir nach vorne fahren, eines Tages, dann genau, wieder runterdrücken, weit beobachten. Sieht doch gut aus. Und dann ciao. Oh, das war ein bisschen früh bei 7 km/h. Genau. Erst einmal los, ein bisschen Gas. Genau. Ah, ein bisschen heftig. Mit dem Gefühl. Mit dem Gefühl. Hast du eine Freundin? Nee. Ja. Deswegen kein Gefühl. Wenn du eine hast, brauchst du Gefühl, sonst fliegst du raus. Ich habe immer Ärger gekriegt. Ja. Ich habe meine Gefühle auch erst sehr spät entwickelt. Aber gut, bald ist ja 1. Mai, vielleicht hast du danach, dann geht danach was. Er weiß. Er weiß. You never know. Aber achte drauf, ne, dass wir auf jeden Fall safe über den Bahnübergang kommen. Das wäre ganz gut. Roll einfach erstmal mit, guck dir das an. Das sieht ganz gut aus. Joa. Trotzdem rechts, links gucken, dass hier kein Zug kommt. Wer hätte das gedacht? Ja, und dann Kupplung durch und langsam runterbremsen. Cool. Feiert richtige Party vor uns, ne? Ist der Kofferraum auf? Ja, klar. Deswegen ist das so laut. Sein Kofferraum ist auf. Was ist da so laut hier? Was ist hier so laut? Oh, schön locker. Eigentlich kannst du die Kupplung direkt wieder durchdrücken. Und dann locker dahin rollen. Weil der LKW da vorne irgendwie nicht ganz so knackig um die Ecke gekommen ist, müssen wir jetzt halt mal gucken. Wir fahren an der Ampel übrigens rechts. Der Trick mit der Fahrradampel, der ist dir schon mal aufgefallen, ne? Ja, also das ist eine Ampel und eine Fahrradampel. Hm. Die wird immer eine Sekunde eher grün als deine. Okay. Also wenn du mal das Rennen gewinnen willst, musst du quasi auf die Fahrradampel gucken, nicht auf die andere. Okay, weiß ich Bescheid. Ja. Ich meine, wir fahren natürlich keine Rennen. Das ist ja nicht, dass wir hier jetzt hier in die Schlagzeilen kommen und hier negative 1000 Daumen nach unten. Rennen fahren, buh. So, ein bisschen Gas. Und ein zweiter Gang. Genau. Aber jetzt nicht voll in die Kurve knallen. Siehst du das Kind auf dem Fahrrad? Kupplung. Langsam so einbiegen. Dann kannst du schon wieder stehen bleiben. Ja, wäre gut, wenn sie nach vorne guckt jetzt. Danke. Okay. Ja, auf Wiedersehen. Ich gehe gleich da. Schön langsam. Genau. Beobachte sie. Die eiert hier irgendwie so komisch rum. Okay. Weil hier kein Schild steht, darfst du hier wie schnell fahren? 50? Jo. Wohin es geht, ist scheißegal. Ich habe den ganzen Tag Ballermann-Songs schon im Ohr. Ja, ich merke. Ich bin aufgestanden und dann lief direkt, aber nur in meinem Kopf, ich überlege mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Die ganze Zeit, aber ich schwanke. Und ich denke, was ist das denn für ein Scheiß? Danach lief der Papst von Palma, also es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, was das soll. Ist das vielleicht ein Zeichen? Ich werde gerufen. Vielleicht neue Karriere einschlagen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Das ist gar keine neue Karriere. Ich habe tatsächlich vor 20 Jahren am Ballermann Musik gemacht. Ja, ich weiß. Ja, 2007. Hast du mal erzählt. Ja, siehst du? Ist ja gar keine so neue Karriere. Also,
Siehst du die beiden da? Okay. Aber die sind schon durch, ne? Also Zebrastreifen durch. Cool. Ja, jetzt wieder ein bisschen Gas, damit wir aus dem Quark kommen. Oh, ein bisschen mehr Gas, aber ja, ein bisschen besser aus dem Quark kommen. Genau, hinter dir, der Q7 hat auch gut noch Abstand, sieht auch gut aus. Ja, Zebrastreifen ist unübersichtlich wegen DHL und so. Einfach ein bisschen anbremsen. Noch ein bisschen. Weil, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt siehst du was. Okay, und dann langsam wieder ein bisschen weiter. Ein bisschen links rüber. Cool. Siehst du? 30 sowieso. Ja, locker. Kupplung durch. Roll erstmal. Schalte noch nicht. Jetzt quasi zweiter Gang. Und dann locker weiter. Und jetzt nur 30, ne? Ja. Ja, wenn man vorher ein bisschen schneller gefahren ist, ist 30 immer so. Ah, nicht ganz so schnell. Genau. Der Roller fährt fast 30 hier.